Hey Leute, wieder ruhig und willkommen hier zur nächsten Folge von Panini Let's Collect der WM 2010er Sticker Serie South Africa. Und heute will ich unbedingt mal so einen richtigen Banger. So einen Messi. Komm, Abfahrt. Und wenn Messi heute wirklich kommt, dann sagt jeder wieder, es ist gefaked. Ich starte mit dem Logo, ganz vorne mit der 3. Mokoena von South Africa. Novakovic. Den WM-Pokal, der kommt ganz hinten sogar, nicht ganz vorne. Und Basinas von den Griechen. Dann Halische Algerien. Japan-Logo. Birsa, Mbia und Theo Walcott. Walcott, englische Legende. Der Pacer. Ich glaube damals FIFA 10 oder so. Walcott in Form und so, hat er gefühlt jeder gespielt. Stadion, endlich mal wieder ein Stadionsticker. Dann haben wir hier Caceres Santa Cruz. Ich rocke Santa Cruz. Ich rocke Santa Cruz. Last Pack Magic, da haben wir die Engländer. Oh, und ich habe ihn schon gesehen. The Legend himself, Thierry Henry von den Franzosen. Saugeil. Saugeil. Und du warst ganz hinten, 396, und dann geht's rein ins Einkleben. Doppelt sollte heute wieder niemand dabei sein oder dabei gewesen sein. Das hätte ich schon, glaube ich, ganz gut erkannt. Zack, so. Wir starten aber trotzdem ganz vorne, nämlich bei einem Puzzleteil. Ich find's einfach immer noch witzig, ne? 000 und Sticker 00. 000000. So, das Logo, rechte Seite. Drin. Dann 23 Rustenberg, Royal Bafokeng Stadium. Drin. So, und das Wetter ist auch geisteskrank. Eben hat's geschüttet aus Eimern bei mir. Und jetzt ist einfach wieder strahlender Sonnenschein. Und ich werde hier von der rechten Seite mehr beleuchtet als von der linken Seite. Aaron Mokoena. So, dann Uruguay. Martin Caceres. Bin ich zu weit gegangen. Jetzt wollte ich Horry bei Argentinien einkleben, Kapi. Nein, Spaß beiseite. Horry. Henriette Gollnicker, der Didi. 153, Li Yang Pio. Servus, mein Meister. Und Ki Sung Jung. Von dieser Korea-Mannschaft kenne ich eigentlich wirklich nur Park Jisung Park. Manchester United-Legende. So. England. Einmal Walcott und einmal Mannschaftsfoto. Ja, wunderbar. Drin und nochmals drin. Dann 227. Oh, der ist. Oh, ich glaube, der klebt fast gar nicht mehr, oder? Der hat sich gerade so dünn angefühlt, der Sticker. Aber klebertechnisch fühlt sich's doch normal an. Birsa und Novakovic, zwei nebeneinander liegende Sticker gezogen hier in einer Folge. Kommt auch selten vor, nehme ich aber natürlich mit. Solange die Sticker noch nicht doppelt im Stickerheft sind, nehme ich hier jeden Sticker. Ist mir vollkommen egal, wer, wie, wo, was. Ghana, Nkum, Samuel Nkum. Dann sind wir bei den Japanern. 373. Drin. 396. Drin. Die 400. Mbia. Drin. Die 444. Rocket Santa Cruz. Ich rocke. Und Paraguay, muss man ehrlicherweise mal sagen, alter Falter. Paraguay, rechte Seite nur noch 3, linke Seite noch ein paar mehr.
aber schon sehr gut gefüllt. Und der vorletzte Sticker kommt von Honduras, von Carlos Costly. Und der letzte dann mit dem WM-Pokal. Na, wo kommt der hin? Hier kommt der hin. Ich brauche noch die Coca-Cola-Sticker von Miroslav Kloses Salto. Ja, die kann ich ja nicht in den normalen Stickertüten ziehen. Die hat man nur in den Coca-Cola-Kisten bekommen damals. Ja, die brauche ich dann irgendwann auch noch. Und dann lasst ein Like, lasst ein Abo da. Das war's für die heutige Folge vom Let's Collect der WM 2010er Sticker-Serie. Ich bedanke mich, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao!